Hallo und herzlich willkommen zurück zu Torchlight 2. Wir gehen jetzt gerade in dieser wunderschönen Höhle. Ja, wieder ein formschöner Ladebildschirm. Oh ja, Formladen. Ich glaube, hier erwartet uns auch nichts Geringeres als ein Scheusal. Hallo Scheusal. Du bist schrecklich. Zumindest sagt das ist der Name. Ach guck mal, da sind auch wieder diese Kanonen. Mobile Wachposten. Schön, dass die auf uns schießen, nicht auf die. Meine Eltern haben mich wenigstens nicht Scheusal genannt. Die haben mir viel Schmutz getan, die haben mich gewonnen. Ja. Wenn irgendwas glitzert, fass es erstmal nicht an. Versuch erstmal die Höhle leer zu kriegen. Ich werd's versuchen. Ich glaub doch eh nicht. Ich weiß nicht, wie das Ding verhält. Wir hatten das schon mal das Problem. Hatten wir den Rüstmesser nicht schon getötet? Ja, sicher, den Rüstmesser hatten wir doch getötet, da wo wir uns gesagt haben, das Design sieht cool aus. Weil er kam ja vorhin vor, hier so nach dem Motto. Wahrscheinlich nur, weil er böse ist. Und keiner mag ihn. Verdammt, macht der Schaden. Au! Aber der hält auch nichts aus. Wenn man ihn trifft, natürlich. Wenn er nicht durch den Weg springen würde. Geworden. Ey du, ich bin fachkundiger geworden. Glückwunsch. Das ist geilo. Und was kannst du jetzt? Keine Ahnung. Mehr in Fachkunden. Ich kann mein Fach endlich entkunden. Ich wusste nicht mal, dass ich ein Fach hab. Du bist ein Fach. Mit Dach und Fach. Mit dem Dach und Fach, ne? Wie hieß das? Ja. Ich war da schon ein bisschen. Ja, geh weg. Ich mag doch keiner. Mobiler Spawner, alles klar. Ja, wenigstens wussten sie, dass der spawnt und mobil ist. Besser denn den, weiß ich nicht. Typ wirft Gegner raus, Maschine. Denn. Ist mir lieber ein mobiler Spawner als Typ wirft Gegner raus, Maschine. Komm ohne. Ich nehme auch noch mit. Ich weiß aber, woher das Wort ohne herkommt. Wolltest du das auch schon? Nö. Ja, das war mal ein Mann, der hat seine Schwiegermutter verbrannt. Und seine Frau hat die dann wieder in die Urne gepackt und hat sie mit nach Hause genommen. Weißt du, was die erste Reaktion war? Oh nee! Nicht die! Urne! Oh nee! Oh, Flachwitz. Flachwitz mit Story. Irgendwie ist der Raum hier so leer. Kaum gesagt, ich krieg das schon Gegner am Arsch. Irgendwie als würde das Spiel hören, wie man sagt, irgendwas Schlimmes. Wir gehen oben her. Oben ist noch eine Ecke. Hier scheint es ja dahin zu gehen, wo wir hinwollen. Ja, schauen wir uns jetzt mal, was dieser komische Nippel da macht. Ja, trötende Gegner. Ja. Ja. Ist er? Hat sich voll gelohnt. Ist er, hier liegen noch 116 Gold bei mir. Was will man mehr? Was will man mehr?
Na, ob wir den Alchemisten irgendwann mal einholen? Ich glaube nicht. Dann gäbe es ja keinen Torstadt 3. Und keinen Torstadt 23. Gibt's einen Torstadt 3? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich kommt das irgendwann mal raus. So wie Half-Life 3. Ist doch alles confirmed. Drei. Dungeon Keeper. 3. Das gibt's nur. Guck mal, ein Conker neues. Weil der Pech hat sogar wirklich mal ein neues drauf. Das letzte war schon schrecklich. Oh ja, obwohl ich glaube langsam, die trauen sich nicht mehr an die daran. Dafür haben sie viel zu viel kaputt gemacht. An CNC oder an Echtzeitstrategie insgesamt? Echtzeitstrategie kann ich mir vorstellen, dass die das noch machen, aber an Command Conquer glaube ich nicht mehr. Da haben sie schon zu viel kaputt gemacht. Die haben das ganze Spielprinzip ja eigentlich im Leimer geworfen. Ja. Ey, wir nehmen ein 15 Jahre altes Teil und lassen sie einfach mal scheiße enden. Das klingt nach einem guten Plan. Das nennt sich dann Innovation. Darüber sollte man sich nochmal unterhalten. Euer Begleiter ist. Eigentlich müsste man sie anzeigen, ne? Wegen Rufmord. Die haben ihren eigenen Ruf getötet. Was ist denn? Wir sind draußen. Ich habe eigentlich auf einen fetten Endboss-Fight gewartet. Oh. Teleporter heißt nie was Gutes. Meistens fetter Endboss-Fight. Mhm. Guck mal da oben. Kaum welche Maschinen und da wird auch jetzt nichts passieren, wenn wir versuchen hier hinten. Komm. Cooles Design. Komm mal kurz in die Mitte. Also dieses Interface-Design geht mir ein bisschen auf den Sack. Echt? Warum? Ich drück mal irgendwelche Menüs auf. Das sieht cool aus, das Viech. Das macht einen Schaden, das Viech. Die war doch vorhin in der Lotte. Das ist viel zu langsam. Das Internet ist für uns alle neuen. Ja, ja, Mutti. Mutti. Ich muss mal zu ihr hingehen. Ja, ja, Mutti, merke. Alles wird gut. Gott, ey. Ja, und dann wirft hier immer noch kleine raus. Ach, die kleinen Dinger kriegst du nicht kaputt, by the way. Also diese kleinen Maschinen sind unzerstörbar, die blocken alles. Oder, du kommst ja gar nicht raus. Ich bin gleich wieder da. Ja, das ist halt. Multi-Belagerungswaffe, das scheint ja auch weiblich zu sein, zumindest von Geräuschen her. Oder was sagen Sie? Klingt eher nach einer Frau während ihrer Tage. Ich höre dich irgendwie die ganze Zeit hier rumbrüllen, also. Stimmt, das könnte ich sein. Aua. Oder müssen wir das Viech so lange kiten, dass die Viecher uns nicht angreifen können? Wir sind ja nur mal unzerstörbar. Ich bin schon wieder tot, was? Schön, dass du jetzt merkst, dass du tot bist. Ich merke das meistens erst dann, wenn das Fenster aufgeht, wo ich bezahlen muss. Du kannst dich auch was, wenn ich da wieder belebst. Die macht nicht den Schaden, oder? Das sind die Kanonen. Die komischen anderen Viecher. Ja, die unzerstörbaren da. Ja, ja. Okay, die macht schon Schaden, aber.
Sagen wir so, den meisten Schaden verursacht nicht zu easy. Dafür sind wahrscheinlich diese komischen Wände hier, damit die. Für einer. Weg. Komm, Belagerungsmutti. Oh Gott, ey. Ich glaube, den Death Counter möchtest du doch nicht haben. Ja, deiner zielt dann hoch, meiner steht einfach auf unendlich. Nein, ist fast down. Du hast jetzt fast. Du bist ja unendlich. Kiste? Mach die Kiste auf. Ach, er ist in die Mitte wahrscheinlich. Also, gerade hat sie mir besser gefallen. Ja, ich suche noch dran. Ihr habt mich aus der Versklavung befreit. Jetzt bin ich wieder ich selbst. Ja, schön. Wir müssen von hier fort. Ich öffne ein Portal für euch nach Seriphash. Seriphash. Mach du das. Öffne du mal ein Portal, aber gib mir mein Loot. Ey, die Kiste ist offen. Schon geplündert? Mhm. Ich guck grad, ob er sonst noch was ist. Als ob. Sieht mal aus. Als ob. Hier gibt's nichts umsonst. Als ob. So, ich gehe erstmal da hinten hin. Da müsst ihr eigentlich jetzt. Ach ne, wir müssten da durch wieder. Hä? Ich bin jetzt gerade wieder zur Salzöde gegangen. Ne, der eine sagt ein Seriphash. Ich gehe mal zurück. Also ich stehe noch da, wo wir gerade rausgeschmissen sind. Ach, da oben. Wurden. Oben ist er. Ihr kniet hier so an der Tür. Ihr habt das Problem gelöst. Wunderbar. Es wäre euch nicht gelungen, hätten leicht noch mehr Brutstöcke in den Salzöden infiziert werden können. Wäre es euch nicht gelungen. Ich habe mit Yasha über euch gesprochen und sie möchte euch in unsere Handelszirkel einladen. Ab jetzt könnt ihr bei ihr seltene Gegenstände kaufen. Zu Sonderpreis natürlich. Wir danken euch. Ihr habt einen großen Dienst erwiesen. Oh. Was kann man hier kaufen? Erschütterung, Splitter und noch ein Zauber. Ach da. Jetzt nicht so Knorke. So, Attribut auf Geschicklichkeit, Stärke, toll. Alles, was ich kriege, ist schlechter als was ich habe. Wo könnte man nochmal die Diamanten zusammenschmeißen? Da war irgendwie ein Typ für. Hier oben, glaube ich, ne? Ja, kommt hin. Irgendwo oben war er mal. Was für Magier? Ich bin kein Magier. So, die kann ich tragen. 12% auf Stärke und hier habe ich nichts. Ja, die kann ich dann, kann die da aber weg. Die dann auch. Und ich finde es auch nicht mehr. So, Steine, da. Die Kiste? Ah, da ist die Kiste. Ich hab nicht genügend Platz in meiner Kiste. Ach, Begleiterinventar. Ja, ne, dann verkauft er die ja, ne? Dann verkauft er die ja. Ah, Gott, dann muss ich die wieder hier mitnehmen. Naja. Ach ja, hallo, großer, komischer Drache. Brauchst du einen Edelstein, 7% Schadensbonus für Führen von zweihändigen Waffen? Warte kurz. Die Rede gerade. So. Unserer Welt und dem Reich der
dann würden sie Massen über uns hereinbrechen. Sucht den Transportmeister. Macht euch nach Grundheim auf, sobald ihr könnt. Okay, wir sind nach Grundheim. Ihr habt eine Quest bekommen. Ja, ich hab eine zweihändige Waffe, aber die ist schon gesöckelt. 9% auf Chance auf Exekution. Ah, ich nehme mal kurz die Steine mit her, dann wird das gerade mal so eine Aufrüstfolge. Also ich muss die Elektro leer kriegen. Ich glaube, wir haben das Aufrüsten von den Steinen bisher noch nicht verstanden. Ich habe hier noch was. Berserker. Stufe 28. Ich weiß nicht, ob da Interesse dran ist. Weiß ich nicht, was ist denn das? Schultern. Habt ihr gesehen? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das poste. Nein, das ist ein Prozentzeichen. Nein, das auch nicht. Nein, so auch nicht. Kann ich das jetzt mal irgendwie in Inventar nehmen? Da. Die Steine kann ich sowieso nicht zusammenspielen. Handeln! Warten Sie bis Green Fox. Was soll ich damit? Weiß ich nicht, ist der Crap, den Jan hatte. Nimm den einer weg! Nimm das weg! Nimm das weg! Gleich Mii war das, ne? Ja. Dreimal Mana-Trank. Ach so, du kannst ja auch was mit Mana-Trinken machen, ne? Okay. Keine Ahnung, was er dann. Achso, du kannst einen größeren Mana-Trank zum Beispiel herstellen. Dreimal Heiltrank kannst du das zum Beispiel auch machen. Ihr habt Glück. Ja, wir haben Glück. Was gibt's hier noch? Dreimal Heiltrank habe ich schon. Achso, dreimal normaler Heiltrank. Okay. Dreimal ein einzig beliebigen Gegenstand. Ja, ungesagter Gegenstand, beliebige Gegenstand, gleiche Höhe ist. Achso, da kriegst du immer mehr Rezepte dazu. Okay. Boah, die kann ich auch irgendwie nicht zusammen spielen, aber die da. Das Glück ist auf eurer Seite. Hey du, das Glück ist auf meiner Seite. Du, ich hab Glück. Ihr habt Glück. Hast du? Ja, das wiederholt sich ein bisschen öfters. Das Glück ist auf eurer Seite. Das sagt er mir gerade irgendwie zum fünften Mal. Das Glück ist mit euch. Ja, ich glaube, das Glück ist mit mir. So wie er es mir sagt, dann muss er ja recht haben, ne? Ja. So, was haben wir hier drin? Da hätten wir... Ach guck mal, wir haben drei davon, da können wir auch noch zusammen kloppen. Den dahin, den hier, den dort, den hier. Ach ja, ich muss ja dann gleich wieder den Sound höher stellen, ne? Wegen Cutscene. Ah, ja. Ah, es geht ja jetzt ins neue Gebiet. Aber vielleicht bin ich so fies und mache das erst in der nächsten Folge. Wird dann halt eine kurze Folge. Und ich höre jetzt nicht mehr auf so zu reden. Monoton. Ich kenne jemanden, der findet das ganz schrecklich. Ist doch verarscht, schmeiß da drei große Steine rein, kriegst einen kleineren raus. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt richtig machen, was wir da tun. Ja, ist doch egal. Ja. Ich habe jetzt einen Edelstein mit 104 Leben. Danke. Ist ja nicht so, als würde ich bis jetzt schon die ganze Zeit irgendwelchen Schaden fressen. So eine Blutsteinscherbe? Ist ja nicht so, als würde ich durchgehend schon den ganzen Schaden fressen, aber hey, it's okay. It's okay. So, dann hier, der Hund kann einen komischen Kopf haben. Dann gehe ich mal Punkte verteilen. Worauf denn? Bollwerk. Das macht nur meine Rüstung stärker. Feuerfunken. Feuerschaden. Was macht das da? Oh. Zack, kann ich schaden. Bitte stimmen. Und da, was setzen wir hier rein? Vitalität. Was brauchen die Rüstung?
Vitalität, aber mehr Leben. Wer will mehr Leben? Ich will mehr Schaden. Und dann klappere ich jetzt die Händler ab. Zum Beispiel Dichter. So, du verkaufst nur so einen Crap. Dann kannst du den haben, den da, den da und den da. Ich pack mich hier gerade ein. Ich glaube, du wolltest ja auch noch Sachen kaufen, die dir deine Schrift rollen. Ja, ich habe wieder ein paar, glaube ich. Glaubst du? 4, 16 Stück kaufen, oder? Abhol. So, die habe ich auch voll. Dynamit. Nee. So, da hat sie nichts, aber dann muss ich mir vom Mund. Dann habe ich die da. Ach guck mal, die verkauft auch Ringe. Für dein Haustier, glaube ich. Nee, auch ein Gürtel. Ringe. 103 Gesundheit und 18. Ja, mal ab. Jetzt nicht so knorke hier. Und du? Rüstung, was verkaufst du denn da? Ach guck mal, 15 Bonus auf Attribut Stärke. Nett, 8 Mana. Erhöht jeden, was? Warte mal, erhöht jeden allen Schaden. Nein, ich habe nicht einen an der Klatsche, das Ding schreibt das wirklich so. Ja, den Helm nehme ich mit, der scheint besser zu sein. Geschicklichkeit. Ah ne, den Helm habe ich jetzt ausgetauscht. Was hat mir da? Nix. Isoir, Eisenfest. Isoir gibt Bonus auf Attribut Geschicklichkeit um 4. Ja, ist jetzt nicht so toll. Erhöht aber auch jeden Schaden. Eisenfest und Isoir macht den gleichen. Visier. Was haben wir da? Nö, nö, nö. Nö. Guck mal, auf 5 Attribut auf Stärke. Geht nur noch auf Schaden. Halt, dann mache ich lieber damals als meine als Demon Hunter. Guck sie an, stirbt er. Aber so macht er unendlich viel Schaden. Oder ich hab Handschuhe noch von Level 15 an. Stufe 41. Jetzt weiß Gott, ich, ich trage noch Level 6 Ringe. Kann man ja, ich auch. So. Wer verkauft hier Ringe? Die Frau vorhin. Oder vorstellen. Seltene Büchse. Ne, eine Büchse wollen wir nicht. Da, Kanone. Macht weniger als unsere. So, tauschen wir die noch. Die da war das, glaube ich, ne? Womit kann ich dienen? Ne, die nicht. Dann war es deine. Ich heiße euch willkommen. Die hat hier ein paar Ringe verkauft. 2 Stück, aber die waren nicht so dolle bei mir. Ja, ein Ring, der schon mal. Ja, aber hier unten kannst du ja auch noch kaufen, ne? Auf Glück. Nur heute. Warum hat das Vieh hier in der Mitte eigentlich noch ein Fragezeichen über dem Kopf? Ich weiß es nicht. Hier unten kannst du aber auch auf gut Glück kaufen. Ja. Hast du einfach kein Geld mehr? Was machen sie da oben? Wollen sie einfach verzaubern? Wer verzaubert denn heutzutage noch? Ich kriege auf eine Einhandwaffe eine Verzauberung. 4% Schadensbonus beim Führen einer Zweihandwaffe. Okay. 3 Abzug auf die Chance für Petzer. Das Glück ist auf eurer Seite. 10 körperlichen Schaden, oh mein Gott. Irgendwas muss da schon mal drauf sein. Achso, du warst der. Oh, Rezepte. Was hast du da? Ein beliebiger ungesockelter Gegenstand, beliebiger Edelstand, gleicher oder höherer ist. Schön, das kann man nicht lesen. Abgeschnitten. Was macht ihr so schönes? Sockel entfernen, Sockel stören. Gut gemacht, Menschwesen. Und das ist der Reisemeister, schätze ich mal da unten, ne? Ja. Wer ist der? Imperialer Transportmeister. Ja. Ach, du bist mit zu dem Imperial. Nö. Das seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich sage tschüssle. Bis zum nächsten Mal. Aua. Aua. Aua.
Tschüss. Ciao.